Hallo und herzlich willkommen bei Nachtaktiv Gaming. Ich bin der Resturlaub und ich spiele Marvel Lego Avengers. Wir sind jetzt hier, Ultrons Aufstieg, und spielen als Captain America und Hulk. Thor, Entschuldigung. Team Attack. Bam, bam. So, Feuerwehrmann Captain America ist mal wieder am Start. Und er löscht hier fleißig die Feuer, damit Thor hier den Generator mit Blitzen füttern kann. Oh, da bin ich kaputt gegangen, bevor mein Schild losfliegen konnte. So. Oh, da oben fliegen sie auch fleißig. Fang mal mein Schild. Na, nicht gefangen. Das ist schlecht von dir. So. Einmal mit Blitzen aufladen, bitte. Oh, da ist Stan Lee. Aber da kommen wir, glaube ich, bis jetzt würde mir nur einfallen, der Pfeil von Hawkeye, um Stan Lee zu befreien. Da wir ihn hier noch nicht auswählen dürfen, muss ich das leider verschieben. So. Okay, das Auto ist jetzt zerstört. Und ein Schalter für Captain America offenbart sich. Und wir lassen da unten jetzt erstmal schön Beton rein. Jawohl. Ja, so einfach kann Beton mischen sein. So. Und... Boah. Dein Ernst? Ich bin ein Gott. Ich kann nicht so leicht sterben. Oh, das ist sogar noch flüssig. Das ist natürlich cool. Aber wir brauchen erstmal Captain America. Okay. Um dann jetzt hier in Form von Thor den Laster aufzuschlagen. So, ab in den Trailer. Oh, hier hinten ist ein Lilaner. Doch nicht. Wer sagt das? Oh, da hinten im Hintergrund sieht man Hawkeye und Black Widow kämpfen. Das ist natürlich cool. Double Team Attack. Na los, Captain. Cap, was eierst du denn da rum? Ach Mann, ich bin ein Gott, ich kann nicht sterben. Wie oft denn noch? Bleib da mal schön stehen. Warum geht das denn jetzt nicht? So. Double Team Attack. Cap, die Leute können nicht weg, wenn Stark den Felsen sprengt. Ich werde mit Sicherheit niemanden im Stich lassen. Das sagt ja auch keiner. Wo sonst hat man so eine schöne Aussicht? Schön, dass dir die Aussicht gefällt. Sie wird noch schöner. Aus der Mottenkiste von einigen alten Freunden. Verstaubt, aber gut. Aha.
Der Helicarrier ist wieder da und das natürlich genau rechtzeitig. Ultrons Aufstieg haben wir jetzt geschafft. Und gehen jetzt direkt ins nächste Level. Klaus Handlanger. Ah, von dem Warlord. Beziehungsweise Lord of War, dem Waffenhändler. Ein Scherge. So, Geschichte fortsetzen. Höhe 18.000 und steigend. Rettungssphären bereit. Ausklinken in 3, 2 und los. Das ist Shield? Das, was Shield immer sein sollte. Nicht so schlecht. Bringt sie an Bord. Rettungsboote 6, 7 und 8 stehen jetzt zur Verfügung. Es befinden sich einige Zivilisten in diesem Viertel. Wir müssen weg. Hier wird die Luft langsam dünn. Okay, es liegt an uns, die Zivilisten zu befreien. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Hier sind Geisterstats, die uns den Weg zeigen sollten, um zum ersten Zivilisten zu kommen. Oha, da hinten sehe ich doch auch schon. Da wird fleißig eingeprügelt. Das können wir so nicht zulassen. So, Black Widow und Quicksilver unterstützen uns. Und da sind schon mal Zivilisten drin. So. Wo bin ich? Ich bin hier. Sokovia. Die Stadt im Himmel, die es zu gilt aufzuhalten, damit sie nicht auf die Erde prallt. So, komm mal runter da, du Vogel. So, was können wir jetzt unternehmen? Um da ranzukommen. Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Und so, kann Black Widow hier irgendwas machen? Bin jetzt ehrlich gesagt ein klein wenig überfordert. Wir löschen jetzt nochmal das Feuer hier. Können wir hier mit was anfangen? Ist hier was zum Basteln drin? Tatsächlich. Sehr gut. Okay, ein Speedrun für Quicksilver. Auf die Plätze. Fertig. Boah. Das hat gesessen. So, Schalter betätigt. Und die ersten Zivilisten befreit. Okay. Jetzt müssen wir die nächsten finden. Jawohl. Auf in den Helicarrier. Nick Fury kam rechtzeitig, um uns hier die nötige Rückendeckung zu geben. Und dann, wenn wir die Zivilisten befreit haben, dann geht es definitiv Ultron an den Kragen. Oh, da oben sind weitere Zivilisten unter Bedrängnis. Aber wir haben hier auch ganz gut zu kämpfen. Kommen wir hier so hoch? Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich gehe, glaube ich, direkt auf Black Widow. Sie ist im Stealth-Modus, kann somit nicht attackiert werden. Das finde ich ganz praktisch. Okay, wir gehen jetzt hier mal rüber.
Und das bringt uns bis auf ein paar Stats mal rein gar nichts. Können wir das hier kaputt schießen? Ja, das bringt uns aber auch nichts. Wir müssen mal zusehen, dass wir dieses riesige Ding hier vom Himmel holen. Und ich denke, das wäre doch eine Aktion für unseren guten Captain America, hätte ich beinahe gesagt. Aber nein, wir bereiten Quicksilver wieder eine Speedrumper vor. Geschüttelt. Pock. Und auf geht's. Jawohl. Hier wird die Plattform sein, mit der Captain America das fliegende Ungetüm vom Himmel holen kann. Naja, Ungetüm ist es jetzt ja nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh je, gar nicht so einfach. Wir müssen ihn auch mehrmals treffen, wie es scheint. Gibt es vielleicht eine Schwachstelle, die einen One-Hit bewirkt? Nein. So. Hier können wir wieder was zusammenbauen. Und das wird vielleicht ein Trampolin? Ja, sowas in der Art. Da kommen die Zivilisten runter und bringen uns gleich mal hier zwei Kollegen mit. So, auch die wurden gerettet. Oh, ich sehe, da hinten steht gerade eine Station, um Fahrzeuge herbeizurufen. Das werde ich allerdings im freien Spiel erst machen. Da spoilere ich mich selber jetzt mal gar nicht. Wie der freie Modus aufgebaut wird, ich werde es euch zeigen. Und ich werde euch natürlich dann auch versuchen zu zeigen, schnellstmöglich alle Charaktere einmal vorzustellen. Das allerdings erst nach Abschluss der Story. So, da oben im Fahrstuhl hängen die letzten Zivilisten, bevor wir uns auf den Weg zu Ultron machen können. So, ja, wir haben verstanden, der Fahrstuhl funktioniert nicht. So, du hast gar keine Fehler gemacht, Black Widow. Du bist ein wichtiges Mitglied der Avenger. Ey. Unfair. So. Ich denke mal ja genau, wir müssen von oben rein den Fehler oben beheben. So. Und wir haben zufälligerweise auch direkt den richtigen Avenger erwischt. Und es geht abwärts, wie es scheint. Und sie werden auch schon nett empfangen. Aber sie ignorieren ihn einfach. So, Sokovia. Zivilisten in Sicherheit. Aber nicht den bösen Roboter vergessen. Ultron wird wegen des Helicarriers nicht einfach so aufgeben. Es ist Zeit, ihm das Handwerk zu legen. Sir, mehrere Objekte befinden sich im Anflug von Steuerbord. Zeigt, was wir haben. Und los. Das wird eine gute Story. Ja. War Machine und Iron Man. Seite an Seite. Mehrere Objekte nähern sich Rettungsboot 1. Luftunterstützung wäre toll. Der Luftraum muss frei sein, sonst kann das Boot nicht andocken. Jawohl. Und wir wechseln mal auf War Machine. Den persönlich finde ich auch ziemlich Leute, cool. Dieses Rettungsboot hat schweren Schaden erlitten. Alle Düsen sind offline. Okay. So, als ob sie das Boot selbst schieben müssen.
dann wollen wir das mal machen. Okay, was? Okay, wir schieben es, indem wir die Kreistaste mega dolle durchdrücken, beziehungsweise pumpen. So. Die Rettungskapsel ist gesaved. Noch zwei weitere. Da hinten sehe ich schon eine. So. Die bringen wir jetzt auch noch sicher auf den Helicarrier. Nicht, dass die Zivilisten als Cholera sterben. Lassen wir es mal bei den einfachen Worten. Opfer liegt bei 64%. Und da hinten. Ja, das tun wir, Maria. Agent Hill, wir tun das. Komm schon. War Machine. Und in Sicherheit. Oh, wir brauchen noch zwei weitere. Oh, was ist das? Ein Minikit. Das war jetzt natürlich Zufall. So, und die nächste Rettungskapsel. Bringen wir in Sicherheit. So. Da ist die letzte. Komm schon. Vision versus Ultron. Oha. Wir nähern uns ganz stark dem Ende. Ganz genau. Und wie wir Ultron besiegen und das Spiel erfolgreich durchspielen werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.